Wieder neigt sich ein entspannter Abend dem Wieder neigt sich ein entspannter Abend dem Ende zu, nimmt uns mit ins Land der Träume, also dem Ort, wo auch die Krimskrams-Kommode unserer Vergangenheit steht. Und das bringt uns direkt zu Spiels noch einmal, Sam, der Rubrik mit Spielzeug von früher. Ich will jetzt nicht schon wieder damit anfangen, dass ich damals ein Kind war und außerdem war Heiligabend, aber so war das halt. Die großen Sachen gab's eben bei Sträters nur an Weihnachten. Und Bescherung bei Sträters war sowieso immer komplett gleich, immer die gleichen Koordinaten. Personal gleich, Essen, Rituale, das gottlose Gehupe auf der Holzflöte, Gotthilf Fisch aus der Phonotruhe, das komplette Panoptikum. Stundenlang blockierte ich die Milchglasscheibe zum Bescherungszimmer und starrte durch die Trübe der Tür einen rechten Winkel in die Pupillen, konnte aber meistens trotzdem nichts erkennen. Schon mit 5 glaubte ich nicht mehr an den Weihnachtsmann. Grund war folgendes behutsames Gespräch mit meinem Opa. Ich: Kommt heute der Weihnachtsmann, Opa? Opa: Hast du den Schuss nicht gehört? Das ist alles von uns. Ich: Aha. Jedenfalls stand ich immer vor der Tür, um nichts zu verpassen. Keiner kam mehr rein, keiner raus. Meine Oma sagte jedes Jahr, ich wäre ein Mensch gewordener Raumteiler. Deswegen führten wir immer das, was sich später als der George-Lucas-Dialog etablierte. Ich klopfte irgendwann gegen das Milchglas und rief: Omi, wann? Oma: Ruhig, junger Paravent. Jetzt. Egal. 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 Um 7 war Bescherung, das hieß früher noch 19 Uhr. Tür auf, Kerzen, stille Nacht, Baum. Ein paar kleine Pakete und ich packte aus und war glücklich und zufrieden. Als meine Oma mit einem milden Lächeln sagte: Thorsten, ich glaube, da ist noch was für dich. Meine Oma war nämlich auch die Königin der One More Thing Überraschungen, quasi mein ganz persönlicher Steve Jobs. Also wies sie auf ein gigantisches Paket und ein Schauer überlief mich. Der Form nach konnte ich nicht einschätzen, was drin ist. Es war mein erstes und einziges Catcar. Ein Triumph der Technik, ein Cabrio mit Schalensitz und Pedalen. Super Gerät, wenn man davon absah, dass der Schalensitz sich anfühlt, als würde man an einer Bushaltestelle hocken. Und das Ding so aerodynamisch war wie ein Amboss. Aber man war schnell auf glattem Boden. Auf abschüssigem, glatten, eingefetteten Boden. Wenn einer schob. Oder besser 3. Auf Schotter hingegen wurde es schnell ein bisschen mühsam. Und auf Sand kam man schneller voran, wenn man das Catcar warf. Aber immerhin hat es eine prima greifende seitliche Handbremse, falls man Lust auf spontane seitliche Überschläge hatte. Will sagen, es war wie die meisten Fahrzeuge seiner Zeit ein bisschen riskant. Aber man war der Chef vom Hof, wenn man langsam an den Gummitwist spielenden Mädels vorbeicruiste. Wobei man lässig die Titelmusik der gnadenlos unterschätzten Hundekampfsportserie Hong Kong Pfui pfiff. Und dann drehte man da 1, 2 Runden, Zwinki Zwonki, die Mädchen flüsterten und dann zog man lässig und ruckartig die Handbremse. Und wenn man wieder wach wurde, waren die Mädchen weggezogen, verheiratet und hatten einen Job im Blumenladen. Aber es war trotzdem super. Aber nicht so super wie folgendes Fortbewegungsmittel. Ein Tisch. Rollschuhe. Die passten. Unter jedem Fuß wurden einfach so auf billig unten festgezurrt. Alles komplett selbsterklärend. Was soll ich sagen? Lebensgefahr für die ganze Familie. Von 4 km zu Fuß auf 30 km bergab. Juhu, gebremst wurde mit dem Gesicht. Rückwärtssaltos bekam man sofort, ohne Proben, zu ungefähr mindestens 50% hin. Man bewegte sich damit wie eine Mischung aus Robocop und Bürostuhl. Ständig lockerten sich die Dinger. Aber immerhin, man rollte. Und dann kamen die Disco-Roller, die waren so ähnlich wie das hier. Nur hatte diesmal irgendein pfiffiger Geist den Rollschuh direkt unter eine Stiefelette geschraubt. Und vorne hatten die Dinger diese Stopper aus Hartgummi. Endlich konnte man damit sehr abrupt bremsen. Und man konnte in Dortmund in die Roller-Disco. Uhu, das ist hier wie beim Kochduell, echt. In die Roller-Disco. Roller-Disco.
Ja, mich weht das auch so massiv an. Das kennen viele nicht. Rollerdisco war so ein bisschen nach dem Prinzip der Eislaufhalle. Weißt du, nur dass man jetzt halt nicht fror. Der Rest blieb absolut gleich. Ist das gleiche Konzept, hochdemokratisch. Man fuhr zu lauter Baller-Baller-Musik, immer stumpf im Kreis. 33% lebensmüde Anfänger, 33% Leute sich dachten, ja, fahr ich mal im Kreis. Und 33% maximal übertreibende Ausdruckstänzer, die alle gefährdeten, sich versonnen, die Arschbacken reibend rückwärts fuhren, natürlich mit geschlossenen Augen. Und die man betrachtet und dachte, toll, mach das draußen, in 5 Sekunden wirst du vom Linienbus aufgegessen. Aber hier geht das, so ein Blindflug mit Ficky-Ficky-Bewegung. Denn wenn du irgendwas nicht kennst, dann Newtons erstes Gesetz. Weil wenn das von Olivia Newton-John, du Penner. Ich mochte Rollschuhfahren trotzdem wahnsinnig gerne. Und zwar genau bis 86 ist es. Als ich mit Rollschuhen in Glasscherben fiel und mir die halbe Hand abtrennte. Was natürlich wieder typisch strätermäßig übertrieben klingt, aber ich trennte mir die halbe Hand ab. Komplett. Ich verlor literweise Blut, deswegen wusste ich den Hubschrauberflug auch nicht so richtig zu schätzen. Und es war eine knappe Sache. Seitdem meide ich Rollschuhe und Hubschrauber. Das ist die einzige Sache in meinem Leben, von der ich immer noch schwer traumatisiert bin. Wirklich, tatsächlich. Und das ist also ein Kackschluss für diese Rubrik. Deswegen jetzt ein Trailer für die nächste. Das nächste Mal bei Spiels noch einmal, Sam. Der Verzehrer der Welten. Der Grund für alles Elend in der Welt, der Voldemort in Rund. Tonnenschwer, außen wie der Hodensack vom Zyklopen, innen gefüllt mit Kindertränen, Blei und radioaktiven Meerschweinchen. Der Medizinball. Bleiben Sie dran. Gute Nacht.